Im britischen Königshaus ist ordentlich was los. Immer wieder überschlagen sich die Schlagzeilen rund um Prinz Harry, Meghan oder Prinz William. Nach Prinz Philips Tod und dem Interview mit Oprah Winfrey, in dem Harry und Meghan den Palast heftig an den Pranger stellten, sogar Rassismusvorwürfe wurden laut, gab es aber auch schöne News. Ihre Tochter Lilibet Diana wurde geboren. Daraufhin wurde viel darüber diskutiert, ob sich Harry nach dem Skandalinterview wieder seiner Familie nähern möchte. Schließlich ehrt er mit dem Namen seiner Tochter die Queen. Seitdem Harry und Meghan in die USA ausgewandert und als Senior Royals zurückgetreten sind, das war vor über einem Jahr, war der Prinz erst einmal wieder in Großbritannien. Zu der Beerdigung seines Großvaters erschien der Enkel von Königin Elizabeth natürlich. Doch jetzt soll der zweite Besuch vor der Tür stehen. Am 1. Juli soll zu Ehren des 60. Geburtstages von Lady Diana eine Statue von ihr enthüllt werden. Diese wurde von Prinz Harry und seinem Bruder Prinz William in Auftrag gegeben, weshalb fest mit Harrys Erscheinen gerechnet wird. So wie bei Prinz Philips Beerdigung werden bei diesem Anlass wohl die Augen der ganzen Welt auf die Brüder gerichtet sein. Schließlich soll ihr Verhältnis aktuell nicht das Beste sein. Wie ET Online berichtet, soll Harry auch dieses Mal ohne seine Frau Herzogin Meghan in sein Heimatland reisen. Da sie hochschwanger war, als Prinz Philip bestattet wurde, war es ihr damals schon nicht möglich, ihren Mann zu begleiten. Mit einem Neugeborenen zu Hause wird es nicht einfacher. Meghan hat gerade ein Baby bekommen und hat nicht vor, für die Gedenkveranstaltung, die für die Enthüllung der Statue im St. Garden des Kensington Palast geplant ist, nach London zu reisen, so eine Quelle gegenüber ET. Vielleicht ist diese Entscheidung auch besser. Ein Auftauchen von Herzogin Meghan würde einen riesigen Rummel auslösen. Da sind sich viele Experten einig. Dabei soll dieses Zusammentreffen an Lady Diana erinnern und im besten Fall dafür sorgen, dass sich Prinz William, Prinz Harry und Prinz Charles wieder annähern. Für eine Annäherung des Königshauses mit Prinz Harry soll auch sie höchstpersönlich sorgen wollen, die Königin selbst. Laut der Daily Mail soll Königin Elizabeth II. Ihren Enkel zu einem Mittagessen im Schloss Windsor eingeladen haben. Ein Insider habe ausgeplaudert, das ist eine typisch großherzige Geste ihrer Majestät. Das Mittagessen wird für die beiden eine Gelegenheit sein, sich über ein paar Dinge auszusprechen. Wir sind gespannt, wie sich das Verhältnis zwischen dem Palast und der Familie Sussex entwickeln wird.